Ich eröffne die gemeinsame Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Albert Dünn. Ja, verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, letzte Woche habe ich einen Antrag gestellt, dass wir die Außengastronomie öffnen wollen. Der ist abgelehnt worden. Jetzt haben wir gestern die Ergebnisse von der Ministerpräsidentenkonferenz gehört. Und ganz ehrlich, die sind eine Katastrophe. Alle reden sich da schön, diesen Zeitplan 50 bis 100, 35 und so weiter. Wo sind denn tatsächlich vermehrt die Inzidenzen? Ist das mehr in der jugendlichen Gruppe oder mehr bei den Älteren? Alles das muss natürlich herausgefunden werden. Wie hoch ist die Belegung von den ganzen Krankenhäusern? Wie hoch die Sterblichkeit? Alles das müsste einbezogen werden. Was da gemacht worden ist, ist reine Rechenschieberei. Und wenn wir so weitermachen, sind wir bis Ende März noch nicht offen. Und wenn es nach dem Professor Lauterbach geht, Ende Mai, was ich gestern Abend bei RTL gehört habe, da schätzt er, dass wir mal wieder aufmachen. Das kann natürlich nicht richtig sein. Der einzige Zweck dieser ganzen Ministerpräsidentenkonferenz und der Herausgabe der Ergebnisse ist doch eigentlich nur, die Leute ruhig zu stellen. Aber die Leute haben keine Lust mehr. Und dann lese ich, dass die Stimmung sinkt. Vor allem bei den Politikern. Also das ist ja wohl ein Treppenwitz. Das kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Wo wollen wir denn überhaupt mit den Inzidenzen unter 50 jetzt hin? Wenn wir jetzt Massentests machen, wie jetzt Zutritt von Geschäften, Einzelhandelsgeschäften mit Tests. Ja, das wollen wir machen. Was ist denn mit den Läden, die bisher schon offen hatten? Müssen die dann in Zukunft auch getestet werden? Der Bäcker? Die Tankstelle, alles was bis Lebensmittelladen, müssen die dann auch alle noch jetzt dann testen? Gibt es dann einen Unterschied zwischen Läden, wo man nur mit Testung reinkommt und Läden ohne Testung? Also das macht doch wirklich keinen Sinn. Ich verstehe es ja mit den Tests, aber da muss es auch organisiert werden. Wenn ich das richtig höre, gibt es nicht genug Tests und den Eigentest zu Hause, da weiß ich auch nicht genau, ob ich da hundertprozentig drauf gehen kann. Also dann die Einkauf mit Terminvorgabe. Leute, das kostet doch mehr Personal und Aufwand, als es den Umsatz bringt. Das hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Es macht den Leuten Hoffnung. Ja, das ist aber auch alles, aber es verursacht in erster Linie nur Kosten. So, die Lösung soll also immer wieder sein. Lockdown. Der Lockdown kostete alleine vom 8. März bis 28. März den Handelsunternehmen rund 10 Milliarden Euro Umsatz. 10 Milliarden. Davon leben einen ganzen Haufen Leute. Da hängen auch Arbeitsplätze dran, 330.000 Beschäftigte und 40.000 Auszubildende sind in diesem Gewerbe tätig, die alle im Moment keine Hoffnung haben und denen man jetzt versucht, etwas zu geben. Dann höre ich immer was von Hilfsgeldern. Allein das ist schon wirklich kritisch für mich. Das sind Entschädigungsgelder. Mit Hilfe hat das nichts zu tun, weil die Leute haben es verdient. Sie können nichts dafür, dass die Läden zugemacht worden sind. Alle Quellen sagen, dass man also die Inzidenzen und die Ansteckung im Handel äußerst gering ist. Meistens kommt es im privaten Bereich und das sollte man einfach wirklich heranziehen. Also wir opfern wirklich, ohne dass ich das nachvollziehen kann, eine Kernbranche der Innenstädte. Und die Innenstädte veröden und sterben aus, wenn wir nicht endlich anfangen. Also zeitnah, komplett mit der Öffnung aller Geschäfte, unter Einhaltung Hygiene- und Abstandsregeln. Das ist richtig. Ja? Also es ist schon so, unsere Politiker gehen ihren Weg und wir stolpern hinterher. So sieht es nämlich aus. Und wir müssen unbedingt was tun, damit der Einzelhandel wieder aufmacht. Bitte um Zustimmung. Danke Ihnen. Danke, Herr Abgeordneter. Nächster Redner, Franz Bergmüller, AfD-Fraktion.